Hallo. Tja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind hier im Kriegsgebiet. Wir berichten von der Front. Okay. Mich hat's erwischt. Ich sterbe. Wenigstens ein Verband. Ja. Nein, ich habe keine Muni mehr. So ein Mist. Oh Mann, oh. Warte mal, da. Oh, 4 Stück. Oh, guck mal, alle in einer Reihe. Kann man da nicht einen Kopfschuss machen und dann alle sind tot? Ja. Oh shit, ich stehe auf der falschen Seite. Hier wird's wieder kalt. Treff nicht mal, ey. Jetzt stehen hier alle. Ich habe auch viel zu wenig. Also ich habe einen Helm getroffen. Boah, das sind ja 5. Komm, du sollst bluten. Was soll denn das? Jawohl. Der blutet. Ja, super. Ich habe wieder einen Helm getroffen. Das ist gut. Ich habe keine Pfeile mehr. Ich habe gerade. Ah, doch, warte, Revolver habe ich noch. Mann. Haben wir noch eine Granate? Bestimmt. Oh, jetzt hat er mich gesehen. Okay. Ich gehe. Einen habe ich. Für die Kriegsküche unter Beschuss. Ah, Munition leer. Mei, mit euch machen wir was mit. Das ist hier echt ein Sauhaufen hier. Okay, eine Granate hätten wir gehabt. Verdammt, aber ich glaube, sie gehen. 4. 4 hatten wir. Gib mir die Pfeile. Ja, ich glaube, die gehen jetzt. Ja. Ja, verdrückt euch. Schweine. Hunde. Priester. So. Die ganze Front ist hier kaputt. Ja, warte mal, da ist ein Pfeil in der Wand. Hätten wir auch gleich Tine Wittler rufen können. Mann. Das geht aber gleich. Das geht doch gut an. Ah, hier kommt man auch nichts zur Munition, ey. So, wie sieht denn das hier eigentlich aus mit der Backform? Wie viel Masse und so brauche ich denn hier eigentlich für dich? Ich brauche 250 Masse. Jetzt brauche ich die 250 Masse. Ich erfriere auf dem Dach. Tu das nicht. Ich hab dich frei, oder? Falls ich festfriere. Ja, ich lutsche ein bisschen dran. Also das war jetzt unfair, möchte ich nur mal hinzufügen. Wieso ist meine Frau, ich darf das... nein, das schon. Das darfst du, da störe ich euch auch nicht. Das. Viel Spaß. Nee, aber die Situation jetzt hier... War schon ein bisschen unfair. Aber nur ein bisschen. So zweimal hintereinander, ne? Und dann nicht so eine oder zwei, so ein 8. Ja, das waren ganz schön viele. Und keine Nägel, großartig. Ja, siehste? Ich hab noch 4 Stück. Damit ratze ich nicht viel. Nee. Warte mal, ich hab noch 21 Stück. Warte. Ich schmeiße die hier vorne mal rein. Ja, ich muss Wasser holen, bevor ich hier friere. Ja, ah, stimmt, das wird echt kalt hier. Ja. Ich wollte mich gerade Wasser holen, als die kamen. Ach so. Also nächstes Mal werfe ich die Handgranate. Ich nehme mal die Hälfte mit auf mein Inventar. Ganz ehrlich. Da kenne ich jetzt nichts mehr. Dann mach da wenigstens einen Granatpfeil draus. Kannst du besser treffen. Gewehrpatrone, Holzpfeil. Wo soll ich denn das machen? An der Werkbank, oder? Ja, da brauchst du die Premium-Pfeile noch. Davon hatten wir ja welche rumliegen. Genau. Warte mal, ich habe da die Premium-Pfeile gerade bei mir. Mache ich dir mal 2 Stück. Oh, guck mal, was es da für geile Sachen hat. Gell? Du machst mir die? Ja, ich mach dir mal kurz 2 Granatpfeile. Ach nee, das sind Premium-Federn. So, das war's. Ja, Premium-Pfeile haben wir einen. Mehr kann ich euch nicht reparieren hier vorne. Nee, dann geht das nicht. Wieso nicht? 2 Pfeile brauchst du, glaube ich, 2 Premium-Pfeile. Nee, 1 Premium-Pfeil. Also eine Premium-Granate kannst du machen. Yay, das reicht mir. Ja, dann mach dir mal eine da.
Du bist ein Schatz. Ja, wie immer. Und da gibt's dann richtig Ärger. Da hauen wir dann voll auf den Putz. Ja, aber nicht alle wegballern, weil so 3, 4, 5 möchte ich einmal mitnehmen zur großen Base. Granaten die haben sehr viele oder Türen. Gegner? Nee, die Granatpfeile. Ja, ich hab doch nur einen. Wie viele soll ich davon dann wegballern? Na, nimm mal zwei mit, dann hast du deinen Spaß. Habe ich jetzt doch zwei, oder was? Hä? Nee, eine. Ja, also. Hä? Jetzt ist er verwirrt. Ich glaube, ich jetzt nehme ist gleich. Die Verwirrung verwirrt. Ich nehme jetzt meine eine Kugel, die ich noch habe, und jagst sie dir gleich in den Schädel. Du zahlst den Spawn. Schmeiß ich einen Generator. Gut ist. Ist der dann in der Werkbank der Fall, oder? Nee, die musst du noch basteln. Ich dachte, du machst das. Ich dreh durch. Ich geh mich ja saufen. Nee, kannst du machen. Also jetzt aber. Mann. Ah. Schön, du bist nur einer. Ja, zum Glück nur einer und nicht gleich zwei. Boah. Oh, du Wolf, geh nach Hause. Dich braucht keiner. Muss mal aufwärmen. Essen. Es ist halt minus 8 Grad. Mhm. Also ich kann kaum noch hochgehen zu meinem Beet. Ich kann so schon nicht mehr raus. Ja, das. Jetzt kommt der Winter, ne? Was machen wir dann im Winter über? Am Tage kannst du noch rausgehen, aber in der Nacht ist so ziemlich fast unmöglich mittlerweile. Ja. Aber es wird ja schon wieder hell. Aber selbst an der Wand. Also wenn du zu nah an der Außenwand stehst, bist du am Frieren. Ja. So, okay. Ja, es ist brummsig kalt, ja. Macht nichts. So, wie wähle ich nochmal die Pfeile denn aus? Rechtsklick auf den Boden, Bogen unten. Und dann? Ah, auf den Pfeil. Auf den Pfeil klicken dann drüber. Wenn man das Inventar offen hat. Okay. Okay. Sehr schön. Gut. Problem gelöst. Ja. Mhm. Gut. Problem erkannt, Problem gebannt. Yeah. Ah, komm, frieren wir uns einen kleinen Ast hier ab. Ja, solange Schneesturm ist, ist es auch noch tagsüber kalt. Ja, wenn er gleich aufhört, dann... Ist schlecht. Muss raus. Naja, das ist aber echt... Baumwolle kann man aber nicht Winter. Irgendwie anders auch herstellen, oder? Was herstellen? Baumwolle. Nee. Du kannst nicht herstellen. Nur die Baumwolle finden oder eben ansehen. Genau. Und dann warten, bis sie fertig ist. Okay, schade. Leider keine andere Möglichkeit. Okay, dann. Ist es jetzt Morgengrauen? Ja, ne? Mhm. Okay. Na dann. Können wir uns nochmal auf. Oh, der Elch, ich habe ihn gehört. Du hast einen Elch gehört? Du weißt, ich habe einen Elch gehört. Ich habe ihn nur gehört, aber nicht gesehen. Ich höre Geballer. Also ist da der Elch. Das Geballer kommt aus grob deiner Richtung rechts vom Fluss. Ja, da muss irgendwo der Elch sein. Der Elch. Der Elch mit Badge. Suchen sie mir gleich. 9. Nice. Ist eine Vögelscheiß bald. Ich habe ihn gerade fallen sehen, aber da ist auch so ein Typ. Am Madenbaum. Ah, okay.
Zwei bei Typen. Uns? Ja, bei uns. Direkt vorm Haus eigentlich am Madenbaum. Direkt am Ufer, da ist so ein Banditencamp am Strand. Oh, nicht schon wieder. Ja, jetzt gehen sie auf dich los. Ja, ich renne gleich wieder nach Hause. Ja, rennen. Melle bleibt drin. Ja, aber ich brauche Holz. Nix da. Geh rein, da kommt eine Party. Ja, ich bin drin. Ah, herzlichen Glückwunsch. Sie sind gestorben. Oh, hey, hi. Nee. Reicht jetzt? Ja. Immerhin kommen sie jetzt nicht drei Stück. Ja, warte, ich gehe mal kurz hin. Hey, du hast eine Kiste gefunden. Gell? Und das als Nackter hier. Ich laufe nackt durch den Schnee. Ist die Frage, wie lange du das mitmachst. Hart. Ich bin eisern. Was knurrt mich hier denn an? Ja, da. So weiß auf weiß ist nicht nett. Da hat er den Schneewolf am Arsch. Okay, ein weiterer Tod auf meiner Kassierliste. Sehr schön. Hast du denn schon die grünen Kassenzettel? Ich weiß. Ein Baum rein, ein Baum rein. Ja, es ist... Bissle fresh. Bissle ist gut. Bissle arg fresh. Oh cool, ich habe das Schwein gerade gesehen, wie es den Boden aufgewühlt hat mit der Schnauze. Das ist cool. Ja, Trüffelschweine sind geil. Aber leider finden sie hier keine Trüffel. Vielleicht ja schon, die teilen es nur nicht mit uns. Das wäre auch möglich, ja. So. Das kann ich zerreißen. Das wird dann nach da unten. Okay. Eine Melle, du brauchst ja noch Fell für Bett. Ja. Okay, sehr schön. Wie wild da. Und was brauchen wir für die Jacke außer Baumwolle? 4 Baumwolle noch. Ja, halt so gefütterten Baumwolle. Stoff und so geht außer Baumwolle. Ja. Ja. Ich muss was aufheben, weil ich kann das Haus ja gar nicht mehr verlassen. Ja, den Stoff. Ja, klar. Jede Menge Stoff. Also bevor ich mir ein Bett kaufe, hole ich mir eine Jacke. Das ist jetzt 8 Stoffe auf jeden Fall schon mal. Für eine Jacke? Warum 8 Stoffe? Achso. 8 Stoffe plus 8 sind dann 16 Stoffe, brauchen wir auf jeden Fall. Also, warte, einen habe ich. Hab ich sind trotzdem noch zu viel. Wie viel Stoff droppt so ein Jaguar, Hummer, Gedöns, Katzenviech? Keine Ahnung. Okay, Zähne zusammenbeißen zum nächsten Baum. Ja, es fehlen ja jetzt noch 4 Baumwolle. Der ist aber oben erwachsen noch irgendwie, ne? Ja. Na, dann gucke ich, dass ich ein paar Kaninchen jagen gehe. Also ich habe jetzt 2 Karnickel. Das ist gut. Da ist eins. Schatzi, bei mir. Okay. Zum Madenbaum. Alles klar. Ach, ich muss mit dem nächsten wieder Pfeile machen. Geht so hoch, okay. Also ich habe die Pfeile von den Gegnern eingesammelt. 8 habe ich noch oder 7. Irgendwie so. Federn hat es ja genug. Da habe ich ja. Nägel sind das Problem. Ja. Muss ich was aufwärmen, dann kann ich wieder raus. Quiek, quiek. Einfach nur draußen sein ist zu kalt für mich und das trotz Jacke und schon verbesserte Hose. Oben beim Puma sowieso, da brauchst du ein Wärmekit für. Ich bin nicht oben beim Puma. Ach so. Okay. Das ist ja das Blöde.
Pfeile. Wie viele Wärmekits konnte ich basteln? Schatzi, wie viele liegen drin? Nee, wir brauchen nicht so viele Wärmekits. Ja, aber vielleicht kann ich 19. Ja, dann nimm du die Wärmekits. Nimm ich jetzt eine? Naja, nimm die. Dann kann ich ein bisschen Holz hacken. Also die normalen Wölfe haben 85 Leben und die Schneewölfe haben 105. Gemein, oder? Also beide Level 1. Ja, es wird nicht gleich. Ich stehe an Elsch, aber ich hab nichts, um mich zu rächen. Ist ein Scheiß. So, ein Scheiß. Dich mache ich noch fertig. Aber nicht heute. Also steht trotzdem dran, ne? Steht nicht dran, dass ich friere, aber es ist Kristalle. Dir ist schon so kalt, dass du nicht mal mehr dran stehen hast, dass du frierst. Wahrscheinlich. Die Kristalle hast du im Grunde genommen immer. Okay, auch wenn ich die Wärmekits... Das ist das erste Mal, dass ich ein Wärmekit benutze. Ja. Ist. Naja, solange links unten nicht kommt, du frierst und so, dann passt das ganz gut. Ich sehe gerade, ich gehe drauf. So kalt ist mir. Oh, okay. 17 Leben nur noch und keine Proteine mehr. So ein Scheiß. Ich glaube, das Haus sollte man ohne einen Wärmekit gar nicht mehr verlassen im Winter. Es hat minus 5 Grad. Es ist echt so viel zu wenig. Ja, Tatsache, ja. Stirbst du auch, oder wie ist es bei dir? Nö, ich bin gerade erst rausgegangen. Dann geh wieder rein. Naja, ich sehe auch gerade, dass es anfängt zu frieren. Ah, okay. Der See friert zu. Yeah, ja, ist gut, dann muss ich nicht rüberschwimmen. Zu langsam, aber sicher. Zack, zack. Warte mal, ich hole hier noch ein bisschen da und ein bisschen hiervon. Ich habe eh nur 80 Leben, also kann ich viel verlieren. Gut, wenn ich jetzt in das Wasser reinspringe, dann werde ich wahrscheinlich erfrieren. Ich glaube nicht. Ich glaube, Wasser ist sogar wärmer. Drauf geschissen. Ah, nicht drauf geschissen, da ist ein Gegner. Och man. Boost, boost. Aber ja, das Wasser hat 0 Grad. Also ja, das Wasser ist wärmer. Ja, Kaninchen-Raritäten hier draußen gerade. Okay, dafür friere ich jetzt umso schneller. Aber selbst in meiner Küche friere ich, Schatzi. Ja, das der Ofen verteilt die Wärme nicht so gut. Verteilen wir doch die Öfen. Nicht so viel rennen. Also ich erfriere. Total. 3, 2, 1... Da liegt er. Da liegt er. Haben wir noch was im Bett? Bevor ich wiederkehre? Ja, auf jeden Fall. Cool. Ich glaube, der Generator läuft demnächst nur wegen Spawns. Ich bin in Sichtweite gestorben, immerhin. Ja, ich sehe dich. Ich bin genau an deiner Leiche. Ah, okay. Hallo. Bist du jetzt auch ein Lolli-Lutscher? Nein, ich war so. Steif gefroren wie noch. Jetzt ist hier ein Schneeviech. Mach mal das Schneeviech da weg, da du. Getroffen. Ja. Jetzt renn. Oh, ich hab gar keine Ausdauer, ich Arsch. Bist du jetzt auch tot? Oh Mann. Nee. Hast ihn erwischt. Ja. Ich hätte zum Glück noch eine Schrotkugel. Ey, nur von hier rüber rennen, habe ich jetzt nur noch 30 Leben. Ja. 32. Rapide sinkend. Was lernen wir daraus?
Geh nicht raus. Bleib mit deinem Arsch zu Hause. Die Angeln. Tja. Wahrscheinlich bist du selbst da am Erfrieren. Ich stelle mich jetzt erstmal wieder in den Ofen. Ey, wieso habe ich meine Jacke nicht an? Was bräuchte man denn für eine Heizung? Heizung, Heizung, Heizung. Tja, meine Wegweise ist jetzt wieder sichtbar. 10-mal Schrott, 4 Eisenbarren und 3 Platinen. Ja. Ziemlich viel, ne? Mhm. Die Eisenbarren. Heißen die Hühner eigentlich auch Kartoffeln? Wie viel Eisenbarren war es noch? Nee, weiß ich nicht. Wie viel Eisenbarren war es nochmal? 4. 4. Hast du auch die Energie oder hätte man Energie oder bräuchte man dafür noch Aufstockung an Stromspeicher? Weiß ich nicht, warte. Jetzt krabbelt hier vorne. Ich muss die Hühner durchfüttern, aber. Sie fressen auch Kartoffeln. Gott sei Dank. Gute Hühner, fressen alles. Gute Hühner. Ein 5er, ganz... ein 6er und 9er. Okay, mal wissen. Brauchen sie bloß Wasser noch. Die Heizung. 750 Strom und 100 Energie. Und 100 Masse. Okay. Ja, dann gucke ich mal, vielleicht kriege ich für dich die Eisenbarren. Ja, oder nimm die Eisenbarren, 4 Stück aus der Werkbank. Vorne? Ja, und dann mache ich halt 4 Stück neu. Ja, das sollte passen. Nimm mal das mit zurück. Na, guck mal, 10 Stoffe haben wir schon. Da läuft doch der Rubel. Ja, Platinen brauchst du halt noch, ne? Ach, Platinen brauchst du auch noch? Ja. Wie viel? Warte. Wie viel waren das? Ich weiß es nicht mehr, ich muss gucken. Für mich ist das auch eine Hin- und Herrennerei, Moment. Hast du denn dein Fett? Drüben, Kühlschrank. Im runden Kühlschrank? Okay, nochmal. 10 Metallschrott. 4 Eisenbarren und 3 Platinen. 3 Platinen. Okay. 3 Platinen. Haben wir das? Können wir das machen? Ja, muss ich gucken, was ich für die Platinen brauche. Aber ich glaube, das... Da brauchst du wahrscheinlich die Muscheln, ne? Ja, die Muscheln. Da wurde aber schon eingesammelt, glaube ich. 14 ne? Stück. Es wird nicht reichen. 14 Stück und ich glaube, ich brauche immer 2 Perlen für eine Platine. Ich guck mal. Der Meister macht das schon. Dann hätte ich nämlich einen Vorschlag. Dann würde ich jetzt einfach unter Wasser tauchen, weil da ist es eh wärmer als hier oben. Und dann mache ich mich da wenigstens nützlich. Weil angeln muss ich gerade nicht. Wir haben, glaube ich, noch genug Essen erst. Reicht noch, ja. Ja. 18 davon. Dann machen wir wenigstens mal die Küche warm. Und. Okay. Muscheln am besten mit der Spitzhacke, oder? Ich hau mal mit einer Axt drauf, aber ich glaube, Spitzhacke ist geschickter. Spitzhacke geht schneller, ja. 3, okay, 3 Platinen sind im Bau. Schatzi, ich brauche dringend Holz. Kannst du machen, was du willst, aber ich kann nicht raus. Ich friere meinen Arsch, aber ich habe nicht mal. Oh, ich brauche Essen. Ja, das ist ein bisschen ein Problem, gell? Vor allem kann ich dir ja, nicht mal meine Klamotten geben, während ich jetzt hier tauche, weil. Ja nichts. Wir haben die gleichen. So ist es. Ja, ich esse mich jetzt mal kurz fatsatt, nehme Wärmekit. Dann gehe ich nochmal ein bisschen Holz hacken. Aber wenn du Masse brauchst, verwerte doch bitte die ganzen Glühstäbchen. Ja, nee, Masse brauche ich gerade nicht, aber Melle wahrscheinlich. Muss ich gucken. So.
Wie sehen die Muscheln eigentlich aus? Wie eine Muschel? Ne, die sehen wirklich aus wie Muscheln. Riesengroß. Ach, riesengroß, okay. Mhm. Warum ist jetzt versaufe ich auch noch hier unten? Und dann klopfst du da drauf und hast da eine Perle drin. Ja, ich bin gleich vom Dach unten. Moment. Jetzt will ich noch schnell pflanzen hier. Bitte. Jetzt stell dich halt nicht so an, Mann. Mhm. Ja, ich bin schon gesunken. Ja, ich konnte. Aufwärmen. Ich stelle mich jetzt muss über den Winter erstmal in der Nähe der Base finden, wahrscheinlich. Ja, definitiv. Ich glaube, eine Muschel entdeckt. Ganz ehrlich, hier sauf, bis ich da unten bin. Runter einen Schlag und dann wieder hoch, oder wie? Oh ne, das ist irgendwas anderes. Das ist keine Muschel. Ich esse auf. Da ist eine Muschel! An der Wand hängt die. Ja, mal da, mal da. Ich habe gerade auf irgendwie so einen hellen Stein einschlagen wollen, aber das war, glaub, Sand, oder? Ah, das ist ein Sandstein, ja. Die kannst du, die braucht man denn, wenn man Glaswände machen will. Glasdach. Braucht da jetzt gar nichts von. Oder irgendwas von dem Glas. Ja, die Perle dann einfach pflücken und die Muscheln? Ja. Die gehen weg von alleine. Die hauen ab. Okay. Okay. Und dann werde ich ja auch noch einen Perlentaucher. Ja, die drei Platinen sind fertig vorne. Super. In der Werkbank liegen sie. Dann baue ich noch Türen, wenn es kalt wird, dann können wir dazu machen wenigstens. Ja gut, denk dran, wir können die Türen nicht alle bedienen. Das stimmt. Wollte ich nur erwähnen. Sonst geht das blöd aus für uns. Ein bisschen, ne? Okay. Ja, aber früher innen drin, wenn Jäger gekommen sind, immer Türen zugemacht. Aber damit schottest du uns ja von den anderen Räumen ab. Ja, aber der eine Raum ist noch gar nicht fertig und der andere geht bloß zum Luca rüber, der ja aktuell gar nicht da ist. Aber da muss ich hin und wieder hin, wegen den Ärzten raffinerieren. Nein! Oben drüber. Oh, hast du aber Schwein gehabt, Häschen. Jetzt habe ich noch 5 Nägelchen. Guck mal, wo wir vorne noch reparieren müssen. Okay. 5 Nägelchen. Das ist eine gute Ecke. Oh, da pumpt's schon wieder. Vor der Haustür steht ein Wolf. Okay. Dann lass ihn doch rein. Keine Schrotpatrone mehr. Nö, nee, der mag mich wohl nicht. Was frag ihn, ob er einen Tee will oder einen Kaffee. Nee. Ah, ich komm da nicht hin. Seh ihn noch nicht mal. Warum ist hier mal alles verpackt? Brummen kann er, aber sehen tue ich ihn nicht. Hä? Das ist doch nicht nett. Jetzt. Ich habe jetzt auch noch meine zweite Muschel gefunden, aber ich denke, das ist auch alles, was ich heute für euch noch finde. Okay. Denn... Wo ist der Arsch jetzt? Es ist recht spät. Oh, und wir machen okay. Heute Schluss mit der Folge. Okay. Tschüss. Tschüss. Ciao.